als Erster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Schellenbacher. Erster Redner nun in diesem Zusammenhang, Thomas Schellenbacher von der FPÖ. Danke, Frau Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Ich beziehe mich kurz auf den Antrag des Kollegen Hagen betreffend Beendigung der Benachteiligung der Wechselkennzeichenbesitzer durch die Vignettenpflicht. Ich hoffe, mein lieber Kollege, du bist mir nicht böse, wir werden diesen Antrag ablehnen. Es ist aber, glaube ich, klar, wenn es ein besseres System gibt, und das ist ja auch im Ausschuss einstimmig beschlossen worden, dass es ein System geben wird, das übrigens auch schon auf der Asfinag-Seite vorgestellt wird, namens Video-Vignette, dann entschuldige, ich habe das so gesagt, das war von dir ein guter Assist, und die Regierungsmannschaft hat diesen Ball dankend aufgenommen und hat ein gutes Gesetz daraus gemacht, also in diesem Sinne. Aber zu diesen Video-Vignette. Die Video-Vignette hat den Vorteil, dass sie parallel zu der Klebevignette Verwendung findet. Die Klebevignette kann nach wie vor gekauft und verwendet werden. Die Videovignette wird online gekauft über PC oder über eine App bei einem Smartphone. Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte oder kann einfach durch Sofortüberweisung in Auftrag gegeben werden. Die Videovignette hat auch den Vorteil, dass die Wechselkennzeichenbesitzer, die Probefahrtkennzeichenbesitzer sozusagen ihre Nachteile verlieren, dadurch, dass eben das Kennzeichen detektiert wird und nicht das Fahrzeug. Und bei dem Probefahrtkennzeichen ist auch nicht das Thema mit der Jahresvignette, die nicht mehr mitgeführt werden kann. Und dadurch ist der Sache und dem Autofahrer Genüge getan. Ein wesentlicher Vorteil ist auch die Echtzeitdatenerfassung. Es ist schon in Probe auf der A4 Knoten Prater Richtung Flughafen. Diese Echtzeitdatenerfassung beschert einen die Möglichkeit, sozusagen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verkehrs die Ankunftszeit am Flughafen angezeigt zu bekommen an einer Wechseltextanzeige. Weiters beherrscht sie kooperative Systeme. Es können Computer der Polizeiexekutive Kennzeichen kooperierenden anzeigen und sozusagen feststellen, wo ein gestohlenes Fahrzeug oder ein gestohlenes Kennzeichen sich befindet. Und alles in allem bin ich davon überzeugt, dass, wenn die Teststellung so weitergeht, auch der Termin 2018 halten kann. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert. Glück auf!